Früher Stürmer, dann Abwehrspieler, 3 Jahre Regensburg und jetzt Nürnberg. Erik Weckesser kann sich anpassen und tut das künftig in Rot-Schwarz. Ist immer gut, wenn man mehrere Positionen spielen kann, aber so groß ging es in den Gesprächen jetzt darum nicht. Aber der Trainer weiß, dass er mich auf mehreren Positionen aufstellen kann und am Ende wird man sehen, wo ich der Mannschaft am besten helfen kann. Aber für mich persönlich ist natürlich das Ziel, egal wo auf dem Platz zu stehen. Das Schweizer Taschenmesser in Nürnberger Diensten soll vor allem die Abwehr verstärken, kann aber auch anderweitig für Akzente auf dem Platz sorgen. Erik hat sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht bei Jan Regensburg. War ja auch unser erster Neuzugang, den wir für die neue Saison relativ früh fertig hatten. War auch sehr begehrt. Da waren einige Vereine an ihm dran. Und Erik kann auf der linken Seite die ganze Seite bearbeiten. Und die Flexibilität ist wie bei vielen anderen Neuzugängen, wie bei Jamara auch, auch bei Manuel Winzheimer, ist für uns ein wichtiger Aspekt, weil wir eben nicht mit 25, 26 Mann planen wollen, sondern eben einen kleinen Kader haben wollen, dafür aber eben auch vielen jungen Spielern die Chance geben. Der kann hinten spielen, der kann weiter vorne spielen, der kann in der Fünferkette, in der Viererkette spielen. Er ist sehr torgefährlich, sehr dynamisch nach vorne, schlägt gute Standards. Und das sind alles Dinge, die wir auch in unserem Kader noch gebraucht haben. Und deswegen haben wir uns auch frühzeitig für ihn schon entschieden. 89 Zweitligaspiele für Regensburg, 4 Tore und 12 Vorlagen. Heiß umworben und dennoch war für den Allrounder schon im Februar die Entscheidung klar. Auch weil ich begeistert bin von dem Club, auch von den Zuschauern. Und weil die Gespräche mit den Verantwortlichen einfach das wieder gespiegelt haben, worunter ich mir den nächsten Schritt vorgestellt habe. Und deswegen habe ich mich auch so früh für den Club entschieden. Gesucht wurde ein Linksfuß mit Defensivstärke und Zug nach vorne. Profil erfüllt, aber wie beschreibt der Neue sich selbst? Emotionaler Fußballer, würde ich sagen. Der immer alles gibt, der sich immer aufopfert, der den einen oder anderen guten Schuss mit links raushauen kann, der aber nie aufgibt, der nie aufsteckt, der Geschwindigkeit mitbringt, gute Standards, denke ich mal. Und ja, alles andere wird man dann sehen. Viel Quatschen gehört nicht zu meiner Paradedisziplin. Ausgebildet in Kaiserslautern über Koblenz und Waldorf nach Regensburg, nächste Station Nürnberg. Da anzuknüpfen, wo der Club letzte Saison aufgehört hat. Ich möchte mich schnell integrieren in die Mannschaft, möchte schnell ankommen, möchte die Jungs noch besser kennenlernen. Und dann ist mein Motto immer, dass wir Vollgas geben im Training jeden Tag und dass wir dann am Wochenende einfach nur diese Siegermentalität, die der Club letztes Jahr auch schon hatte, dass wir die noch mal ein Stück weit vielleicht noch ein bisschen aufbauen können und dass wir dann als Team zusammen vielleicht besser abschneiden als letzte Saison. Das sind die Ziele. 24 Jahre alt, 1,86 Meter groß und flexibel einsetzbar. Erik Weckesser ist das Multitool im Clubwerkzeugkoffer.